HLB betreibt Regionallinien über 2025 hinaus. Zuginstandhaltung in Butzbach. Unternehmen gewinnt Ausschreibung. Modernisierte Triebwagen und höhere Fahrgastkapazität Butzbach, PM. Die Hessische Landesbahn, HLB, betreibt auch über den Fahrplanwechsel am 14. Dezember 2025 hinaus die Regionalexpress, RE, Linien RE 98 Frankfurt, Gießen, Kassel und RE 99 Frankfurt, Gießen, Siegen. Das Verkehrsunternehmen hat sich in einer europaweiten Ausschreibung durchgesetzt. Der Vertrag läuft 13 Jahre. Die rund 10 Jahre alten, bereits bisher eingesetzten Fahrzeuge der HLB erhalten ein umfangreiches modernes Redesign und kommen auch weiterhin zum Einsatz. Der Sprinter, der bislang zweimal am Tag zwischen Frankfurt und Siegen ohne Halt in Gießen fährt, wird bis zum Fahrplan 2026 noch vertraglich vereinbart. RMV-Geschäftsführer Professor Knut Ringert erklärte, mit den umfassenden Modernisierungen, die dem Stand eines Neufahrzeugs nahezu gleichkommen, und zusätzlichem Platz in der Hauptverkehrszeit, sind unsere Fahrgäste zukünftig noch komfortabler auf der Main-Weser- und der Dill-Strecke unterwegs. Verbesserungen des Angebots wie diese zeigen, was möglich ist, wenn die finanziellen Spielräume es uns erlauben. Damit können wir uns dauerhaft entlang der Main-Weser-Bahn zwischen Frankfurt, Gießen und Kassel und auf der Verbindung nach Siegen etablieren. Das sichert zahlreiche Arbeitsplätze in unserem Unternehmen und stärkt unsere Marktposition in der Region, teilte Veit Salzmann, HLB-Geschäftsführer, zur gewonnenen Ausschreibung mit. Der Fahrplan entspricht weitgehend dem bewährten Angebot. Mit den neuen Zeiten des ICE 26 sind die Gleise zwischen Frankfurt und Gießen frei für mehr Fahrten des Mittelhessen-Expresses. So werden mit RE 98/99. RE 30 und RB 40/41 ab Dezember 2025 halbstündlich schnelle Regionalverbindungen auf der Strecke zwischen Frankfurt und Gießen angeboten. Zwischen Frankfurt und Gießen fahren die Züge grundsätzlich weiterhin in Doppeltraktion. Das bedeutet mit zwei Zugteilen. Neu ist, dass sie im Abschnitt zwischen Frankfurt und Gießen zukünftig von Montag bis Freitag ab Frankfurt zweimal am Tag zusätzlich, um 14.20 Uhr und um 18.20 Uhr, sogar in Dreifachtraktion und damit mit 780 statt wie bisher 600 Sitzplätzen unterwegs sein werden. Die bewährten Triebzüge vom Typ Flirt des Herstellers Stadler werden modernisiert. Sie erhalten neue Sitze und kostenloses WLAN. Die Instandhaltung der Fahrzeuge erfolgt in der neuen Betriebswerkstatt der HLB in Butzbach. Dort entstehen bis Mitte 2025 insgesamt 65 neue Arbeitsplätze. Dadurch, dass wir zukünftig alle Arbeiten an den Fahrzeugen selbst ausführen, auch umfangreiche Instandhaltungs- und Reparaturaufgaben, können wir die Arbeiten besser und vor allem schneller erledigen. Damit erhöhen wir die Verfügbarkeit der Fahrzeuge für die Kunden deutlich, erklärt Salzmann.